Strang ist super. Es ist zum Beispiel heute total schönes Wetter. Wir kriegen alle einen wunderbaren Teint. Und genau, also sind tolle Leute da. Es ist super interessant, was über andere Kämpfe zu erfahren. Heute war der erfolgreiche Auftakt von TV Stutt für unsere weiteren Streiktage. Heute ist der 9. Warnstreiktag, den wir gemeinsam mit anderen prekär Beschäftigten hier in Berlin feiern. Wir haben einen Aktionstag organisiert. Wir sind heute mit Genossinnen und Kolleginnen von der Charité, von Vivantes und von den Musikhochschulen. Von VSG, CFM, von Dozentinnen der VHS. Von AWO, ich habe Schilder gesehen, von Taxis, vom Botanischen Garten und von der BVG. Also es sind wirklich sehr viele hier, um gemeinsam gegen Prekarisierung zu streiken. Wir haben diesen Aktionstag heute organisiert, weil es sehr wichtig ist. Es ist sehr wichtig, sich bewusst zu machen, dass Prekarisierung kein individuelles Problem ist, dass sehr viele Betriebe, sehr viele Berufsgruppen hier in Berlin von diesem Problem betroffen sind. Und deshalb wollen wir gemeinsam politischen Druck erzeugen auf den Berliner Senat und unsere gerechten Tarifverträge einfordern. Es ist sehr wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen und uns mit anderen Kämpfen und Gruppen solidarisieren. Wie wir am 8. März im spanischen Staat gesehen haben, sind Streiks auch als mögliche Organisationsform für Frauen ein hervorragendes Mittel und die beste Methode, um unsere Rechte einzufordern. Tarifvertrag, Tarifvertrag! Yes, yes, yes! Wir, die studentischen Beschäftigten, befinden uns seit Januar im Streik. Wir haben bereits 9 Streiktage hinter uns und sehen diesen Streik als wirksames Mittel, um endlich unsere Forderungen durchzubringen. Naja, der Streik geht weiter, weil das aktuelle Angebot eine Farce ist. Also wir bekommen immer noch keine 12,50, wie an der TU gerade gezahlt wird. Und es ist halt keine TVL-Ankopplung vorgesehen. Also TVL-Ankopplung, eine Ankopplung an den Tarifvertrag der Länder. Das heißt, einfach um zu verhindern, dass wir nicht mehr irgendwann wieder nur 17 Jahre Lohnverfall haben. Das ist halt, liegt nicht auf dem Tisch und das ist eine grobe Frechheit. Und deswegen, um halt da noch mehr Druck auszuüben, als wir eh schon ausgeübt haben, geht es wieder an den Streik. Soll es weitergehen. Wir haben in der FU viele Streikversammlungen gemacht und zu sehen, wie die Leute sich aktivieren und Bock haben, Sachen zu wissen und zu erfahren und auch wirklich in schwere, komplizierte gewerkschaftliche Verfahren reinzusteigen, ist echt spannend und super. Also die Streikgruppentreffen sind immer wichtige Austauschorte und ja, das macht alles total viel Spaß. Ich bin sehr optimistisch, ich bin sehr guter Dinge, dass wir diesen Kampf von TV Stutt erfolgreich zu Ende bringen werden, notfalls mit weiteren Streiks. Wir werden uns nicht mit einem faulen Kompromiss zufrieden geben und ein Angebot von den Hochschulen annehmen, das nicht unseren Arbeitsverhältnissen würdig ist. Thank you.